Hallo, ich bin der Hanjörg vom Kanal Reisefalter. Wir sind hier in den Niederlanden, in Achterhoek, auf unserem Zeltplatz mit unserem Camplet. Und wir machen hier Touren und ich will euch zeigen, wie man das hier in Holland macht. Oder in den Niederlanden besser gesagt, das ist ja nicht alles Holland. Und dazu braucht man erstmal so eine Karte. Die kriegt ihr überall beim VVV. Ja, da steht dann auch drauf, wo ihr seid. Wir sind in Achterhoek. Und dann zeige ich euch mal, wie das losgeht. Wenn ihr hier Radtouren macht, ihr könnt also dann auch irgendwo hinfahren. Packt die Fahrräder drauf und dann habt ihr sogenannte Knotenpunkte und die könnt ihr abfahren. Und das zeige ich euch, wie das funktioniert. So, es gibt auch vorgefertigte Routen beim VVV. Das kann man sich dann hier ebenfalls kaufen. Der VVV ist praktisch der Verein, ja, der Verein hier für die Touristen. So, und da gibt es solche Karten. Da können wir ja mal drauf lugeln. Und diese Karten haben schon die Route drin. Und so merkt man sich die Route, indem man das hier so aufschreibt, wie man da so gerne hin möchte. So, ihr habt hier jetzt die Route mit den Knotenpunkten und ihr könnt hier immer abkürzen, ja? Wenn euch das zu lang ist, abkürzen. Oder hier einfach mal so rum abkürzen. Dann müsst ihr nicht die Riesentouren fahren. Also auf die Art und Weise kommt ihr zum Ziel. Dann merkt ihr euch die Zahlen, in welcher Reihenfolge ihr die fahren wollt, von eurem Ausgangspunkt aus. Ja, und dann könnt ihr nichts falsch machen. Das ist alles gut ausgeschildert. So, nochmal schön frühstücken und dann kann es ja losgehen. Ihr wisst, wir sind in Achterhoek, in der Nähe von Winterswijk. Versäumt nicht, beim VVV vorbeizuschauen und euch mit Material einzudecken. Zum Beispiel dieses kleine Heftchen, hier sind auch Touren drin. Das kriegt ihr wahrscheinlich sogar auf dem Campingplatz. Winterswijk ist schon eine schnucklige Stadt. Da gehen wir später nochmal hin. Was ihr aber unbedingt wissen müsst, die Umgebung von Winterswijk ist grandios. Es gibt hier jede Menge Güter, die auch kleine Läden haben. Und es gibt sogar Weingüter. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Weingüter in Achterhoek. Und das ist ein leckerer Wein, den haben wir schon probiert. Da führe ich euch dann auch nochmal hin. Die Umgebung von Winterswijk ist ein nationaler Landschaftspark, Winterswijk, mit sehr viel Kulturgeschichte. So, hallo, wir sind hier an einem Knotenpunkt, das ist der Knotenpunkt 50. Und hier unten steht ein Hinweis, da geht es zum Knotenpunkt 40. Ihr könnt euch also hier nicht verlaufen. Das seht ihr, ja? Knotenpunkt 40, da geht's hin. So, ihr seht, hier ist der Knotenpunkt 50. Und hier ist unsere Beschreibung. Da geht es dann noch mal richtig zur Sache. Da könnt ihr euch noch mal schlau machen. Ihr seht auch, wo der Knotenpunkt 50 ist. Und daran könnt ihr euch orientieren. Das findet ihr auch auf eurer Karte, die ich eben gezeigt habe. So, das Schöne an diesem Knotenpunkt ist auch, hier gibt es eine Bank zum Ausruhen. Hier könnt ihr Picknick machen, euch stärken, um dann den nächsten Knotenpunkt anzufahren. So, ihr fahrt natürlich hier auch an der Grenze lang. Ja, die grüne Grenze nach Deutschland läuft hier lang. Und was ihr immer wieder sehen werdet, hier gibt es Campingplätze en masse. Angefangen vom kleinen Campingplatz auf dem Hof bis zum 5-Sterne-Campingplatz, wo es wirklich alles gibt. Also hier ist für jeden was geboten. Das ist also hier eine Grenzstation, grüne Grenze. Und dann geht es weiter auf der Landstraße an Campingplätzen vorbei und an den Knotenpunkten, wo man dann auch mal wieder kleine Pausen machen kann.
Hier gibt es viele Kilometer Sandwege und festgefahrene Radwege. Und hier könnt ihr wandern und Radfahren oder reiten, wenn ihr euer Pferd mitbringen wollt. Das kann man hier alles machen. So, hier gibt es auch eine Grube, eine Steingrube. Das Naturwunder der Steingrube. 240 Millionen Jahre alte Kalksteinlagerstätte. Und hier versuchen sich dann die kleinen und die großen Geologen und versuchen dann hier auch kleine Schätze zu finden. Selbstverständlich gibt es hier auch Schwimmbäder, Freibäder, Hallenbäder und man kann auch hier angeln. Also für die Angelfreunde ist hier alles geboten. Es gibt auch Angelteiche, wo man dann spezielle Fische rausholt, ne? Forellen zum Beispiel. Ja, die Kanuten kommen auch nicht zu kurz. Hier kann man den Slingebach fahren oder die Eisel, dann hin zum Eiselmeer. Also ist für jeden was dabei, denke ich mal. So, hier findet ihr nochmal Interessantes über das Gebiet im Winterswijk. Das ist ein Naturschutzgebiet und hier gibt es auch überall Vogelkästen an den Bäumen und eine wunderschöne Landschaft, die ihr hier ergründen könnt. So, wenn ihr euch im Winterswijk orientieren wollt und keine Karte habt, hier mal eben abfotografieren und dann wisst ihr, wo es lang geht. Ja, und hier seht ihr den Knotenpunkt 50. Nach links geht es zum Knotenpunkt 29 und nach rechts zum Knotenpunkt 22. Denselben Spaß haben auch die Reiter, das seht ihr hier. Da gibt es das Ganze nicht in grün, sondern in braun. So, und an den Kreuzungen gibt es auch was für Autofahrer. Ihr könnt euch also hier orientieren, an diesen roten Punkten. Dann wisst ihr immer, wo es lang geht. Dann braucht man keine Knotenpunktkarte. Das geht also hier auch. Ihr müsst nur wissen, wo es hin soll. Und für Notfälle habt ihr hier oben, gehen wir mal kurz ran, hier oben einen Punkt mit einer Telefonnummer. Also nicht mit einer Telefonnummer, sondern die Knotenpunktnummer. Und die könnt ihr wählen, wenn euch hier was passiert ist. So, nochmal ein Schwenk. Hört ihr hier was? Außer Vögel? Das ist doch wohl eine Gegend, hä? Zum Urlaub machen. Ja, was gibt es noch zu erwähnen? Hier gibt es Moore, die man sich angucken kann. Und es gibt einen kleinen See mit Flamingos drauf. Natürlichen Ursprungs, also die gibt es wirklich hier. Und die schauen wir uns sicher auch nochmal an. Wir fahren aber zurück zu unserem Campingplatz, zu unserem Zelt. Und dann war es das für heute auch erstmal. Ja, ich bin schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese kleine Tour gefallen und ihr wisst jetzt, wie das geht mit dem Knotenpunkten abfahren. Und wenn euch das gefallen hat, teilt dieses Video mit euren Freunden und plant eine Tour hier nach Achterhoek. Ah, jetzt kommen noch ein paar Radfahrer. Bitte schön. Hallo. Und plant so eine Tour. Und wenn ihr wissen wollt, was wir noch alles machen, dann abonniert unseren Kanal. Und damit verabschiede ich mich von euch. Tschüss!